Mein Name ist Lukas Thiele. Ich habe meine Ausbildung 2018 zum Kaufmann im großen Außenhandel gemacht und bin jetzt bei Analytik Jena als Ausbilder und als Specialist im Order Handling tätig. Ich bin Claudia Schneider und habe 1995 bis 1998 meine Bürokauffrau hier erlernt und bin jetzt Senior Specialist Sales Support and Excellence. Ich bin Luis und ich mache gerade meine Ausbildung zum Industriekaufmann und bin im dritten Lehrjahr. Mein Name ist Maria Löffler. Ich habe eine Ausbildung zur großen Außenhandelskauffrau, Fachrichtung Außenhandel gemacht und jetzt bin ich Gruppenleiterin vom Transportmanagement in Schwabach. Mein Name ist Patrick Christ, habe Mechatronik studiert bei Analytik Jena von 2007 bis 2010 und bin seit 4 Jahren jetzt Leitingenieur. Ich bin Viktoria Barth, ich habe bei Analytik Jena ein duales Studium Richtung Industrie gemacht, bin heute HR Business Partnerin und bin Ausbildungsverantwortliche für die Analytik Jena. Mein Name ist Christian Löffler, ich habe 2004 mit der Ausbildung zum Bürokaufmann bei Analytik Jena begonnen und aktuell bin ich Gruppenleiter der Versandlogistik am Standort in Schwabach. Ich bin Lina Furtner und ich mache die Ausbildung zur Kauffrau für großen Außenhandelsmanagement in der Fachrichtung Außenhandel. Mein Name ist Christian Wachs. Ich bin verantwortlich für Order Handling und Logistik in der Analytik Jena und habe Fachkraft für Lagerlogistik gelernt. Ich bin Anne und ich habe von 2017 bis 2021 mein duales Studium Marketing Management bei Analytik Jena gemacht. Ich bin Ilja, ich mache meine Ausbildung bei der IT. Ich befinde mich im zweiten Ausbildungsjahr. Ich bin Paula und ich mache eine Ausbildung als Kauffrau für großen Außenhandelsmanagement mit der Fachrichtung Außenhandel und bin auch jetzt im zweiten Ausbildungsjahr. Ich weiß, dass ich am ersten Tag sehr aufgeregt war, als ich hierher gekommen bin. Doch ich wurde gleich von zwei netten jungen Männern rumgeführt und die haben mir die ganze Firma gezeigt und dann habe ich mich auch auf den nächsten Tag gefreut. Ja, wir hatten als frische Azubis eine tolle Willkommensveranstaltung, wo wir alle anderen Azubis auch kennenlernen durften und zusammen eine Staubkultur gemacht haben. Wir hatten nicht für jeden Mitarbeiter einen PC und damals fing die Ausbildung mit der Schule an. Ich hatte erstmal 2 Tage so gut wie gar nichts zu tun. Da bin ich in den damaligen Servicebau reingekommen und das erste, was ich gesehen habe, war ein Kollege, der einen indischen Kollegen da hatte. Und mein Problem damals war, dass ich gesagt habe, eigentlich möchte ich mal lieber was mit Chemie machen und auch nichts mit Englisch. Und das erste, was ich sehe, ist, ich spreche alle Englisch. Als ich 1995 dazugekommen bin, waren wir ganz frisch in den Molekülbau, also jetzt Altbau, eingezogen. Waren 29 Mitarbeiter, 2 Geschäftsführer und waren eine reine Vertriebsfirma. 2005 wurde das Contra, unsere Continuum Source Technologie, das erste Mal gelauncht und das war schon ziemlich aufregend. Während meiner Ausbildung sind wir Teil der Interessenhauser-Familie geworden. 2023 hat Analytik Jena ihr altes Bürogebäude abgerissen und sich dazu entschieden, einen neuen Bürokomplex aufzubauen. Am Anfang war der neue Tagesablauf und der neue Rhythmus, den man dadurch hatte, erstmal eine Umstellung. Wir hatten hier so einen tollen Kaffeeautomaten, den wir als Azubis 2-mal die Woche reinigen mussten. Da wurde dann nur ausgelost früh, wer den sauber machen darf, weil wir waren ja noch nicht so viele Azubis. Die größte Hürde für mich war, pünktlich um 7 auf Arbeit zu sein. Eine kleine Herausforderung gerade in der Anfangszeit meiner Ausbildung war die Corona-Pandemie. Also Herausforderung während meiner Ausbildung war eigentlich für mich die 2 Prüfungen, die Zwischenprüfung und die Endprüfung. Meine größten Highlights während meines dualen Studiums waren zum einen der Besuch der Analytica 2018, wo ich die Messe mit begleiten durfte, und aber auch meine 2-wöchige Reise zu Entressenhauser nach Rheinach. Die Festlichkeiten bei Analytica, genau, vor allem die Weihnachtsfeier. Größte Highlight war für mich eigentlich, dass ich das erlernte Wissen, vor allen Dingen Word und Excel, was ich in der Berufsschule gelernt habe, den ganzen Kollegen beibringen durfte. Die Weihnachtsfeier. Ein großes Highlight war für mich dieses Jahr im Sommer die Fahrt nach Basel zum Global Forum. Die Weihnachtsfeiern, die jedes Jahr stattgefunden haben. Bei meiner Ausbildung hatte ich die Möglichkeit, bei einem Azubi-Austausch mit teilzunehmen. Fahrt nach München zur Analytica. Tatsächlich ja. Also grundsätzlich ja. Ich würde aber noch einen Master hinten dranhängen. Wahrscheinlich würde ich die gleiche Ausbildung nicht nochmal machen, sondern ich würde eher Umwelttechniker studieren, weil ich dort mehr mit Analysenmesstechnik zu tun gehabt hätte. Würde das auf jeden Fall wieder tun? Ja, ich würde auf jeden Fall nochmal dieselbe Ausbildung machen. Ich kann das duale Studium wirklich jedem nur empfehlen. Man sammelt einfach gleich ganz viel wertvolle Praxiserfahrung.
In der Zukunft bei Analytik Jena möchte ich gerne bei der Ausbildung weiterhin mithelfen, sie mitgestalten, meine eigenen Erfahrungen mit einbringen. Ich freue mich auf das neue Gebäude. Es wird viel mehr Möglichkeiten und Schaden geben. Und ich freue mich auf tolle weitere Momente mit den anderen Azubis und den Kollegen. Ich wünsche mir, dass ich weiterhin für die Ausbildung zuständig sein kann, dass ich die jungen Menschen in ihrem Weg begleiten kann. Ich wünsche mir, dass es die Analytik Jena in den nächsten Jahren genauso familienfreundlich und ausbildungsorientiert weiter agiert wie bisher. Für meine Zukunft wünsche ich mir, dass ich jetzt meine Ausbildung bestehe und meine Prüfung schaffe und danach übernommen werde.